Hey Leute und willkommen zurück bei Outlast. 20 Minuten habe ich schon geschafft in der letzten Folge. Jetzt geht's weiter. Ich freue mich ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Und ich wollte, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich wollte zu dem Freak, genau. Zu dem Freak im Rollstuhl, weil ich glaube, Freaks sind das hier alle. Pass ich da durch? Ja. Gut, ich wollte zu dem im Rollstuhl. Ich glaube, da muss ich vorbei. Und mir ist mal was aufgefallen. Ich habe bei der letzten Aufnahme gedacht, das ist alles mega dunkel hier. Das denke ich auch gerade jetzt noch. Es ist überhaupt nicht so dunkel. Das macht meine komische Lampe da. Die wirft hier so einen komischen Schimmer. Dass ich immer denke, boah, ist das dunkel. Dabei, huch, ist das gar nicht so dunkel. Ich denke, ich muss da vorbei, ne? Ich denke, ich muss da vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte... Hallo. Wie konnte ich nochmal zoomen? Was ich eigentlich damit sagen wollte, wundert euch nicht, wenn ich in relativ hellen Gegenden auch mal die Kamera bzw. die Nachtsicht nutze, dann liegt es daran, dass ich in dem Moment nicht sehe. Hallo. Ah. Oh, ich habe eine Notiz. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Na, wenn sie nur noch eine Hülle sind, gehe ich hier mal vorsichtig rein, ne? Was schaut ihr euch da an? Nichts. Oh, da sitzt auch noch einer. Hallo, ihr seid nur eine Hülle, ne? Ihr seid nur eine Hülle. Ach du Scheiße. Aber was für eine Hülle. Oh, nee. Oh, nee, ey. Ach, dann kann ich hier wieder raus. Okay. Wie kann ich mich nochmal... Gestern erst aufgenommen und schon weiß ich es nicht mehr. So, jetzt hier zum Beispiel. Hier sehe ich nur schwarz. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur schwarz ist. Sehe ich es gerade nur so. Tür ist zu. Ja, bleib da mal schön sitzen, Fraggle. Mhm. Hallo. Hallo. Mhm, das gefällt mir. Der hat irgendetwas. Oh, der hat eine Keycard. Oh, Sicherheitsterminal. Oh, Leute, jetzt geht's los, ne? Jetzt geht's los. Ich glaube, in der letzten Folge, das war auch alles nur... was? Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Jo. In der letzten Folge, nee, kannst ruhig hoch, war das bestimmt nur so vorgeplänkelt, so nach dem Motto, hier, komm, wir machen ein, zwei Schrecksekunden mal dahin. Und jetzt geht's richtig ab. Ihr seid nur eine leere Hülle, ihr könnt mir gar nichts. Ich weiß sowieso, dass ich gleich anfange zu schreien wie sonst was. Was passiert? So, 8:55. Zeit zu gehen. Was? Nee, schließen möchte ich nicht. Wollen wir wetten, dass der aufsteht? Also, können wir wetten? Ich verwette alles. War klar. Kann ich den irgendwie... Riecht der... Ach du Scheiße. Oh Gott. Also ich meine, Freaks, schön und gut, aber wenn man sich das jetzt echt mal so in der Realität vorstellt, ist das schon ziemlich heftig, würde ich mal sagen. Ich konnte auch irgendwie rennen. Ah, so konnte ich rennen. Oh Leute, ich habe so Angst, ne, wirklich. Sicherheitsterminal. Ich drehe mich mal erstmal ganz blöde. Sicherheitsterminal, das war in irgendeinem der Gänge, vermutlich in dem hier, ne? Da sind wir, glaube ich, beim letzten Mal nicht hingegangen. Security, Electric, ja, das wird hier sein. Wie ich kann nach hinten schauen. Wie ich kann nach hinten schauen, warum... Im Laufen? Oh Gott. Oh Gott, das wird mich irre machen. Das wird mich sowas von...
fertig machen. Möchte nicht nach hinten schauen. Ich laufe lieber langsam. Ah! Hallo. Ich überlebe das nicht, Kinders, wirklich. Mhm. Es steht gleich was hinter mir, ich weiß es doch. Komm. Hallo. Hallo. Witness. Witness ist Zeuge. Ich glaube, ja, ne? Zeuge. Weg hier. Mhm. Mhm. Alter, Alter. Ich weiß gar nicht, warum ich so Schiss vor der... Na, wer von euch steht auf? Warum ich so Schiss vor der Kamera hatte. Die Kamera ist nämlich gerade das Einzige, was mir hier ein bisschen Licht spendet. Also wie gesagt, es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so dunkel. Ich habe das in der Aufnahme gesehen und dachte mir so, hä, das ist gar nicht so dunkel, wie du denkst. Aber gut. Da ist er. Okay, und der Typ ist da hinten rechts rein. Ja, ist nur ein Baum. Nur ein Baum. Geh durch, geh durch, geh durch. Mach mal zu. Sehr schön. Sie lügen. Sie lügen, sie lügen. So, Überwachungskameras. Die eine ist im Keller. Ach, ich kann da auch was machen. Okay, Moment. X zum Verstecken. Da ist ja gerade noch nichts da, zum Glück. Moment, ist da eine Akte? Ist da? Nein. Okay. Dann mach mal was. Ist der? Ah, das ist der. Starte den. Da ist jemand. Da ist jemand. Boah. Der hört bestimmt die Kamera. Dumme Idee. Dumme Idee. Der hört das bestimmt. Der guckt in den Schränken. Nee, doch nicht. Ah. Geh halt. Geh halt. Er geht. Er geht und er geht in die Richtung, wo der eine andere durch die Tür gegangen ist. Ich denke, er ist weg. Ui, ui, ui. Bin ich überhaupt richtig? Wo bin ich denn jetzt? Da ist jemand? Nee. Hier ist jetzt das Licht aus. Wo bin ich jetzt? Der ist bestimmt hinter mir. Ah. Bin ich denn? Ach doch, ich bin richtig. Hier ist der Keller. Ja, aber da war doch gerade einer. Eieiei. Eieiei. Da geht's durch. Da liegt was. Boah, ich bin froh, wenn ich die Zeit hier in der Folge mit Lesen von irgendwas überbrücken kann. Nee, Moment. Da. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Haben wir da jetzt auch was Neues? Der Informant, warum wird das denn immer als neu angezeigt? Ach, das hatten wir noch nicht. Okay, an Akte betreff hypnotische Experimente und Forschung, 10. Februar 1954.
Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren wollte oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Ich streite hier auch bald was ab. Warum tue ich das? Drücke A, um drüber zu springen. Okay. Moment. Ach, hier geht's. Moment, was ist da? Eine Batterie. Das ist gut. Nimm sie mal. Nimmst du sie bitte? Denn ich glaube, ich werde echt oft hier die Nachtsicht anlassen. So, rüber. Ja, ich sehe gerade echt nur Schwärze. Oh, Leute. Niemand. Hier ist niemand. Ist alles gut. Ich bin niemand. Ich muss mal eben kurz die Batterie wechseln. Schalter oder sowas. Na, kannst du da nicht hochklettern? Wahrscheinlich nicht mit der Kamera, oder? Hä? Kannst du da nicht hoch? Ah. Ach du Scheiße. Warum? Ach so, weil ich jetzt krabbel. Ich wollte gerade sagen, warum ist der so leise? Da ist eine Tür. Wohin führt sie uns? Ist sie geöffnet? Nein. Schade. Okay. Gut befleckt, da ist auch noch eine Tür. Drei Batterien noch. Ah, Pump Room, Pumpenraum. Du Scheiße. Hier ist eine Pumpe. Um die Pumpe zu starten, ja, ich mach das mal. Bilde ich mir das ein. Hier ist auf jeden Fall eine Batterie. Ich hab bestimmt... Oh! Der hat mich... Ich hab den nicht... Oh Gott, Leute. Ich hab den nicht eher gesehen. Wo soll ich hin? Wo ist der? Oh, hallo. Hallo, lauf. Lauf, 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 lauf. Der ist hier rausgekommen. Ach, du Scheiße. Rüber, rüber, rüber. Der hat mich. Ich glaube, der hat mich. Ich will nicht, dass du mir was zeigst. Du sollst mir nicht zeigen. Ich habe den überhaupt nicht gesehen, so wirklich. Ja. Ja. Oh Gott. Wo laufe ich hin? Ich weiß, ich kann mich umdrehen und gucken. Lauf, lauf drüber. Hau ab, du Freak. Hau ab, du Freak. Rüber, rüber, rüber. Ich komme hier nicht mehr raus. Rüber, rüber, rüber. Rüber, rüber. Ich will das Bett wiederfinden. Ich wusste, ich kann mich da verstecken. Ich habe es... Der ist hinter mir her. Sowas von hinter mir her. Ja, lauf halt! Ist er schon da? Der ist ja schon... Lass mich! Lauf, 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 lauf. Oh, ich dachte, ich werde...
dachte, ich wäre tot. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinlaufe. Alter! Ich bin tot. Ich glaube, ich lasse mich mal töten. Alter! Ich hatte die Vermutung, dass ich mich unterm Bett verstecken kann. Hat hier auch gepasst? Stimmt hier auch? Ich habe aber nichts gehört, gesehen, dass der kommt. Also ich habe was gehört. Muss ich das jetzt im Moment, die Batterie hier vorne? Ich habe was gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob da jetzt wirklich jemand ist, weil, keine Ahnung, weil ich diese Verfolgungsmusik noch nicht so wirklich kenne. So, was war jetzt hier? Ach, warum labert da denn jetzt schon einer? Ich habe doch die Pumpe noch gar nicht betätigt. Ja, ja, komm, mach das mal. So, Kamera, mach mal bitte zu. Ja, ich muss es auch erstmal hier ein bisschen geregelt kriegen. So, nochmal zu. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind in einem ganz anderen Pumpraum. Aber da könnte ich mich verstecken. Ich verstecke mich jetzt. Ich verstecke mich jetzt. Ich meine, soll er halt kommen, ne? Ich mach das mal aus in der Zwischenzeit. Oh, oh. Das Problem ist, wo geht er denn hin, ne? Also ich meine, wenn der mich hier jetzt nicht findet... Oh, oh, hier klopft an die Tür. Klopf halt. Klopf weiter, ist alles gut. Ich glaube, er ist drin. Hier ist nichts. Geh weiter. Geh weiter, Typ. Ich glaube, er hat in den Schrank geguckt. Ich will ihn nicht raus. Der ist noch da. Oh, meine Batterien. Der ist noch da. Ich höre doch noch die Musik. Ich glaube, ich habe eine Tür gehört. Ich höre die ganze Zeit was. Kann ich an sowas wie Platzangst hier drin irgendwie sterben? Der ist noch da. Ich höre da doch was. Oh, meine Batterie. Ich höre da doch was rascheln, Leute. Ich glaube, ich gehe jetzt raus. Ja. Mal kurz wechseln. Der... Der ist doch hier. Der ist doch hier, ich weiß es doch. Blödes Versteck. Kann ich mich nicht hier irgendwie... Ich geh jetzt raus. Leute. Der ist hier jetzt irgendwo. Hm, der hat mich schon wieder gesehen. Warum sieht er mich immer? Ja, lauf halt! Lauf, lauf, lauf! Nein, du sollst nicht krabbeln, du sollst laufen. Rennen, 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 rennen. Genau, da hinten hin. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wir laufen jetzt hier raus. Uah, oder auch nicht. Uah, uah. Scheiße. Nein, nein. Batterie genommen, nein. Weg hier. Alter. Der hat mich schon wieder. Oh Gott, doch nicht. Doch, er hat mich. Ich glaube... Diese Musik. Ich glaube, ich muss mir ein bisschen was überlegen. Einmal mit dem Licht, weil ich sehe echt sehr viel schwarz. Ich
glaube, das ist ein großes Problem. Und eventuell steige ich doch auf Maus und Tastatur um. Wenn ich das jetzt mal so versuche, ja gut, das ist sehr hektisch. Wow. Aber ich glaube, damit kann ich wirklich ein bisschen besser umgehen. Das war ein winziger Fortschritt in dieser Folge. Aber das war es auch erstmal. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann, wie gesagt, ein bisschen, ne, man muss ja erstmal ein bisschen reinkommen, gucken, wie das Ganze so funktioniert. Und ja, bis morgen. Tschüss.